Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute nochmal um meine Nägel. Ich habe ja vor knapp 2 Wochen meine Nägel zum ersten Mal mit Do Nails gemacht. Das ist ja ein Dipping Powder für die Nägel, das heißt, man lackiert die Nägel nicht mehr, sondern man dippt sie in Puder. Und ja, wie gerade schon verraten, ich habe jetzt meine Nägel knappe 2 Wochen, ja so 1,5 bis 2 Wochen sind sie jetzt drauf. Das heißt, so lange haben sie jetzt bei mir gehalten. Und ja, ich wollte euch einfach mal einen kleinen Zwischenstand geben, beziehungsweise ein kleines erstes Feedback dazu, wie ich Do Nails Dipping Powder finde und euch jetzt auch zeigen, wie man das Ganze dann auch wieder abbekommt. Aber zum ersten Mal zeige ich euch mal meine Nägel und das machen wir jetzt mal ein bisschen von nahem. So, das Kabelchaos hier hinten müsst ihr ein bisschen entschuldigen und ich hoffe, das Licht ist jetzt so gut für euch. Also zum einen mal seht ihr, dass es jetzt hier dann doch schon ein Stückchen rausgewachsen ist. Das heißt, meine Nägel sind richtig schön gewachsen. Aber ihr seht natürlich auch hier, habe ich 2 Absplitterungen. Das liegt aber daran, dass sich bei manchen Nägeln angefangen hat, vielleicht kann ich es euch hier ein bisschen zeigen, dass die Farbe sich ein bisschen vom Naturnagel gelöst hat. Und dann bin ich eben bei diesen beiden Fingern ein bisschen blöd angekommen und dann ist das direkt abgesplittert. Das ist aber, würde ich sagen, ein Anwendungsfehler von mir. Ich muss jetzt einfach noch ein bisschen besser üben, auch vorne die Nagelkante ein bisschen besser zu versiegeln, dass eben diese Ablösung nach einiger Zeit nicht passiert. Aber ansonsten muss ich sagen, sehen die Nägel eigentlich wirklich immer noch toll aus, außer eben, wie gesagt, dass es jetzt ein bisschen rausgewachsen ist und dass ich die jetzt gerne dann heute auch direkt noch neu machen möchte. Aber ja, ihr seht auch hier, also solche Dinge möchte ich eben jetzt dann einfach ein bisschen vermeiden, indem ich ja sauberer arbeite und ja eben einfach dazu lerne. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, wo man beachten sollte, dass man hier wirklich erstmal ein bisschen üben muss, bevor man wirklich sagen kann, es ist perfekt und es hält dann auch eben dementsprechend, weil je sauberer man arbeitet, desto besser hält es natürlich auch, aber ich muss sagen, für die erste Anwendung bin ich nach wie vor sehr, sehr, sehr zufrieden. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze wieder abmacht. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Ganze wieder abbekomme. Es gibt bei Do Nails auch ein Set, was man erwerben kann. Da ist dann hier so ein Aceton-Remover dabei. Das ist eben die Flüssigkeit, die diese Farbe vom Nagel wieder löst. Dann gibt es hier diese Entferner-Pads. Das ist einfach eine Alufolie. Und da ist hier schon so ein kleines Pad drauf, da tut man die Flüssigkeit drauf, wickelt es um den Nagel und dann kann das gut einwirken. Ich habe jetzt hier mir noch so ein paar Nagelklemmen, die hatte ich schon da. Da werde ich mir das dann gleich hier so ein bisschen auf den Finger drauf packen, dass da nichts verrutscht. Dann natürlich noch eine Feile, weil ich muss vorher den Topcoat etwas abfeilen, dass das Aceton auch gut die Farbe ablösen kann. Und falls ich es brauche, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Farbe sich wieder ablösen lässt. So einen kleinen Schieber, um eventuelle Reste zu entfernen. Genau, und das würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal und wenn ich nachher noch Zeit habe, ich hoffe es, würde ich mir sehr gerne die Nägel dann auch direkt wieder neu machen, weil ich möchte unbedingt dieses schöne Rot nochmal ausprobieren. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf und dann werde ich euch in dem Zuge auch nochmal erzählen, ja, was ich jetzt schon für, ja, Learnings hatte von dem ersten Mal, was ich jetzt praktisch ein bisschen anders machen werde, was ich ein bisschen besser machen werde. Und muss aber sagen, nehme ich jetzt schon vorweg, dass ich wirklich von dem System, so wie ich es bisher jetzt in den letzten 1,5, knapp 2 Wochen kennengelernt habe, wirklich überzeugt bin. Also es ist tatsächlich eben einfach eine Übungssache. Man muss das einfach ein paar Mal machen, dafür sich auch ein bisschen die beste Variante rausfinden. Und ich glaube, dann hält das wirklich richtig, richtig toll, weil also die sind wirklich hart wie Gelnägel und ja, muss ich wirklich sagen, überzeugt mich sehr. Und ich habe jetzt auch richtig Lust drauf, so ein bisschen die Methode zu perfektionieren, das alles ein bisschen, ja, besser zu lernen und dann eben dementsprechend auch lange was davon zu haben, weil ich habe es ja im letzten Video schon erwähnt, als ich mir die Nägel zum ersten Mal gemacht habe, ich habe keine Zeit mehr, mehrmals die Woche die Nägel neu zu machen, weil es nicht hält und das muss ich sagen, bis jetzt eben auf diese kleinen Absplitterungen, die ich jetzt dann hoffentlich durch die bessere Anwendung in den Griff bekomme, hat das jetzt sehr, sehr gut gehalten. Wenn ihr Do Nails auch mal ausprobieren wollt, ich erinnere euch gerne nochmal an meinen Code. Ich habe nämlich einen 10% Rabattcode für euch. Und zwar mit Muckelwunder10 spart ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Ich packe euch wie immer alle Infos und den Link auch unten in die Infobox. Und jetzt, ja, werde ich mal anfangen, diese schöne Farbe, das ist übrigens Plum Purple gewesen, abzumachen und danach werden wir uns an Mon Chéri, dem schönen Rotton, wagen. Und ich hoffe, ich finde dann nachher auch noch die Zeit dafür.
schön angefeilt, versuche den kompletten Topcoat runterzunehmen. Und jetzt nehme ich hier diesen Reiniger, also diesen Aceton Remover. So, packe mir hier so eine Alufolie und tränke jetzt hier dieses Pad hier. Und dann wickele ich das jetzt einfach hier so ein. So. Schön festdrücken. Und dann kommt jetzt hier noch so eine, das mache ich aber gleich erst am Schluss, ich zeige es euch nochmal, so eine Nagelklemme drüber, dass auch nichts verrutscht und das schön angedrückt wird. Und dann lasse ich das jetzt für ungefähr 20 Minuten einwirken. Einwirkzeit ist vorbei und jetzt bin ich so gespannt, wie der Lack sozusagen, das Puder, die Farbe, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wie es abgeht. Wenn das jetzt noch richtig schön abgeht, dann, weil das ist ja immer das, ne? Das Draufmachen ist das eine, aber das Abmachen ist auch wieder das andere. Und da kann man natürlich auch beim Nagel viel, viel, viel kaputt machen. Man soll das dann direkt hier so ein bisschen reiben, bevor man es abmacht mit dem Pad. Wow. Okay. Seht ihr das? Es ist schon komplett alles ab. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Gar nicht. Ah, das ist ja ein Traum. Alles ab. Okay, hier haben wir noch so ein bisschen. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Klemmen an den Daumen jetzt nicht so perfekt gehalten haben. Nur ein bisschen was. Okay, ein bisschen was muss ich jetzt dann doch noch nacharbeiten, aber gut, die rechte Hand ist nicht ganz so wie die linke, aber okay, hier war jetzt einfach das Pad, glaube ich, nicht richtig drauf, aber also schaut euch mal bitte diese Hand an. Da ist nichts mehr drauf, gar nichts mehr. Das beeindruckt mich jetzt. So, jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. Gucken, wie ich das jetzt hier gut runterkriege. Und dann werde ich sie mir vorbereiten und neu machen. So, ich bin jetzt einmal hier runter ins Wohnzimmer bzw. Esszimmer gezogen. Und hört ihr das? Vielleicht nur die Spülmaschine im Hintergrund, aber ansonsten, das Haus ist leer. Ich bin ganz alleine und oh, es kommt super selten vor, dass ich hier tatsächlich das Haus mal ganz für mich habe. Das heißt, ich kann mich jetzt weiter meinen Nägeln widmen. Und bevor ich jetzt anfange, dieses wunderschöne Rot zu dippen, das ist das Mon Cheri Rot, wollte ich euch einfach mal kurz meine Nägel zeigen, jetzt wo ich sie komplett schon für das nächste Mal, haltet ihr jetzt so? Ja, vorbereitet habe. Die sehen nämlich wirklich echt gut aus, also keine Beschädigungen dran, schaut mal. Also es ging wirklich alles richtig gut ab. Ich habe die jetzt auch schon wieder ein bisschen gefeilt. Hoffe jetzt sehr, dass ich dann irgendwann alle meine Nägel hier in diese schöne gerade Form bringen kann. Aber die sehen echt wirklich richtig gut aus, auch die andere Hand. Also es ging sehr, sehr, sehr schön ab. Das heißt, selbst wenn ich da jetzt vielleicht nur irgendwie einen durchsichtigen Klarlack oder sowas drauf machen würde, würde super funktionieren, weil die Nägel wirklich ja, richtig, richtig toll aussehen. Und das finde ich wichtig, dass man eben einen Lack hat, wo die Nägel natürlich auch nicht beschädigt werden beim Entfernen. Und ja, man die Nägel dann, auch wenn ich es eigentlich nie tue, weil es hält bei mir einfach nicht, die gehen, würden mir jetzt so schnell kaputt gehen, wenn ich die so lasse, dass man die eben auch mal so wieder tragen könnte. Genau. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, all das, was ich letztes Mal nicht so ganz perfekt gemacht habe in meinen Augen, jetzt bei der zweiten Maniküre ein bisschen zu verbessern. Und auch all das, was ich gelesen habe, das ist nämlich wirklich super. Bei Do Nails habt ihr
nicht nur wunderbare Videoanleitungen, also es gibt wirklich für alle erdenklichen Schritte ganz, ganz genaue Videoanleitungen fürs Draufmachen, fürs Abmachen, für Tipps, wie die länger halten, für verschiedene Designs, Babyboomer zum Beispiel, sondern es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe, die auch von Mitgliedern, also Mitarbeitern von DoNails moderiert werden und aber auch wirklich ganz, ganz, ganz viele einfach die DoNails nutzen, ihre Designs da vorstellen, dass man Inspirationen hat, Fragen beantworten, Tipps geben. Also ich habe da jetzt ein paar Tage lang reingeschaut und da super viel auch für mich mitgenommen und das möchte ich jetzt einfach mal testen. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig, was man ja alles noch on top dazu bekommt, wenn man sich eben dafür entscheidet, zu dippen statt zu lackieren. Und ja, das werde ich jetzt wie gesagt einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt wirklich Zeit, ich kann es ganz in Ruhe machen, wirklich, ja, mir eine schöne Maniküre machen, dabei ganz, ganz, ganz toll runterfahren, mal andere Gedanken haben, nicht ständig im Hinterkopf zu haben, oh, da schreit ein Kind, kriegt das mein Mann jetzt hin und oh, hat er sich wehgetan, muss ich einspringen oder, ne, ich habe jetzt wirklich mal richtig schönen Nachmittag für mich und das tut wirklich als Mama auch mal gut. Sind wir doch mal ganz ehrlich, so lieb, wie wir unsere kleinen Racker haben, so ein bisschen Me-Time. Tut zwischendrin mal ganz gut, um wieder die Kraftreserven aufzufüllen. Das heißt, ich freue mich jetzt. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sind meine Nägel rot. Ich zeige euch dann natürlich das Ergebnis. Fertig. Schaut mal, das Rot ist richtig, richtig schön. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Richtig schönes, klassisches Rot. Und ich muss sagen, es hat heute schon viel, viel besser funktioniert. Also bei DoNails muss man wirklich sagen, Übung macht den Meister. Man darf da nicht beim ersten Mal direkt aufgeben. Also das ist, glaube ich, wirklich, ich hatte es beim letzten Video auch schon gesagt, wenn man von den UV-Lack-Geschichten kommt, wo man sich wirklich ewig Zeit lassen kann und das einfach alles vom Auftrag ein bisschen anders. Man muss sich einfach ein bisschen umgewöhnen, aber wenn man sich einfach Zeit nimmt und das Ganze in Ruhe macht, dann wird das richtig, richtig schön. Also klar, es gibt da jetzt schon noch ein paar Ecken, wo ich sage, ja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Die Ränder sind richtig schön geworden. Es ist ebenmäßig geworden. Es ist nicht zu dick geworden, obwohl ich jetzt eine Schicht insgesamt mehr aufgetragen habe. Also ich muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut und bin wahnsinnig gespannt, wie lange es jetzt hält, weil jetzt habe ich zum Beispiel auch darauf geachtet, dass ich vorne die Nagelkante gut verschließe und bin einfach gespannt, ob ich jetzt diese Liftings nicht mehr so habe, dass es vielleicht jetzt dann nochmal länger hält. Ich mache mir jetzt ganz in Ruhe noch die zweite Hand, weil so möchte ich nicht durch die Gegend laufen und ich kann wirklich nochmal sagen, es macht unglaublich Spaß, mit diesen Pudern zu arbeiten. Man hat sehr, sehr, sehr stabile Nägel. Hört ihr das? Also das ist wirklich wie ein Gelnagel und probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, Rabattcode habe ich euch schon genannt, ist auch unten nochmal in der Infobox alles verlinkt, was ihr wissen müsst. Und ja, ich hoffe, dieses Video war interessant für euch. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich habe auch einige Privatnachrichten dazu schon bekommen. Nach meinem ersten Video beantworte ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe, wie gesagt, jetzt noch nicht den immensen Erfahrungsschatz, aber jetzt, wie gesagt, zweimal plus einmal entfernen, da kann ich schon ein bisschen was dazu sagen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich, wie gesagt, mache jetzt noch ganz, ganz, ganz entspannt meine zweite Hand. Genieße hier so ein bisschen die Ruhe, die ich zu Hause habe. Und ja, freue mich dann, wie gesagt, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben!